Das Motto ist klar: groß, größer, am größten. Der amerikanische Way of Life eben, trotz Finanzkrise. Hier muss sich sogar ein aufgetunter AMG Mercedes mit einer Nebenrolle zufrieden geben. Ganz einfach deshalb, weil es bei der SEMA in Las Vegas eben doch auf die Größe ankommt. Die amerikanischen Tuner haben ihre Babys rausgeputzt, um zu zeigen, dass nichts unmöglich ist. Löcher in Motorhauben, damit die Maschine überhaupt reinpasst. Ex-Straßen-BMW mit überdimensionierten Rennflügeln. Oder eine Corvette, die blinkt wie ein Weihnachtsbaum. All diese kleinen Verrücktheiten nimmt er nur zu gerne unter die Lupe. Ulrich Goffry ist Technikchef bei dem Edeltuner Brabus und seit 28 Jahren in der Autobranche. Eigentlich hat er schon alle Arten von getunten Autos gesehen und trotzdem findet er in Las Vegas immer wieder etwas, das er noch nicht kennt. Ja, das ist wirklich eine interessante Konstruktion. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Scheint irgendwie Motorrad Hayabusa, irgendwie sowas vom Motorrad ins Auto geschraubt. Ist für mich also auch neu. Bei dem, was amerikanische Bastler an ihren Boliden umbauen, würde der TÜV mit den Augen rollen. Keine dieser Showkonstruktionen wird je eine deutsche Straße sehen. Wenn man solch ein ganzes Fahrzeug jetzt TÜV-mäßig überprüfen wollte, dann müsste man also da Zehntausende von Euro ausgeben, um überhaupt mal die Sachen zu prüfen, ob man dann besteht. Das ist dann noch eine zweite Sache. Dabei ist das, was die Amerikaner machen, richtig gut verbaut. Auch handwerklich, bestätigt Ulrich Goffrees. Nur ist es eben nicht so sehr zum Fahren, sondern eher für den Fun-Faktor geeignet. Das ist also ein richtiges tolles Beispiel für ein Showcar, muss man wirklich sagen. Mit Kettenantrieb, mit einer offenen Stereoanlage, sowas kann man ja nicht benutzen im täglichen Verkehr. Aber für Show sensationell. Und für die Show machen die Amis auch vor der Tradition nicht halt. Für viele ein Tabubruch, ein Rolls mit Hemi-Motor. Das ist natürlich kein Auto mehr für Prinz Charles. Obwohl eine mit Leder verkleidete Lachgaseinspritzung, das hat natürlich auch was. Es sind eben die kleinen Highlights, die SEMA zu einer einzigartigen Messe machen. Gerade bei Autos leben die Amis in ihrer eigenen Welt, sagt Goffrees. Fahrzeugveredelung läuft hier etwas anders ab. Ja, anders erstmal grundsätzlich, dass alles Tuning zu 95% für amerikanische Fahrzeuge hier angeboten wird. Und in Deutschland ist es halt zu 95% in Essen zum Beispiel dann für europäische Fahrzeuge. Aber hier ist halt noch mehr Extremtuning, noch tiefer, wirklich ganz tief, dass er schon auf dem Boden kratzt, noch größere Räder. Weil hier jeder selber, der sich so ein Auto umbaut, selber dafür verantwortlich ist und es hier kein Überwachungsorgan gibt und darum kann jeder hier sich komplett ausspielen. Anfang Dezember können die Deutschen dann zeigen, dass sie trotz TÜV auch spektakuläre Dinge auf vier Räder stellen können bei der Essen Motor Show. Gerade unter der Haube haben sie nämlich ihre Stärken, meint Ulrich Goffrees. Im Gegensatz zu den deutschen Maschinen muss ein US-Motor nämlich nicht schnell fahren, sondern einfach nur gut klingen.